Du solltest ja, damit nie klarkommen. Natürlich. Wenn mein Mozilla nicht mehr geht. Wenn du das tust, dann machst du eigentlich genau das, was Google will, weil. Also du holst ja Googles Produkte und das wäre ja schlecht. Weil Google sind ja so verräterische Schweine. Warum? Ja, weil sie dumm sind und YouTube zu Scheiße verwandeln. Nee, finde ich jetzt nicht. Doch, machen sie aber. Ich sag nur neues YouTube-Design, neues Kanaldesign. Alter! Leck! Hi! Warum? Warum? Warum passiert das? Okay, es liegt nur an der Mission. Ich bin übrigens gerade alleine. Ich hasse es. Ja, es kann sein, dass ich die Mission dann jetzt offscreen machen muss. Und ich will weiterspielen. Also würde ich sagen... Ja, mein PC will das nicht recorden, dann spiele ich das mal eben. Spiele ich das offscreen? Ich will es eigentlich nicht, weil es gehört ja zum Spiel. Es gehört ja zum Let's Play. Aber es ist eigentlich im Grunde sowieso immer nur dasselbe. Jetzt hat's kurz aufgehört. Naja, jetzt nicht mehr. Ach man, es ist doof. Ich will nicht. Wie das Notwand. Während sie die Angriffswellen, ja toll. Ah, du hast doch. Hey! Du hast die geile Waffe. Ich will die. Ich töte dich. Alter. Das kotzt mich gerade ein bisschen an. Ich kann eigentlich auch die Kameraden das alles machen lassen. Ich kann es ja im Grunde nicht machen. Ja, ich treffe überhaupt nicht. Nee, also. Jetzt hat's. Nein. Es wäre zu schön gewesen. Jetzt. Ja, jetzt lässt es nach, das ist schön. Ja. Schieß mich an, das ist genau das, was mein Ziel ist. Hör auf mich anzuschießen. Kommunistenschwein. Vielleicht würde es einen Mosin-Nagant Scharfschützengewehr mehr bringen. Alter, eh tot. Niemand muss da ganz scharf schützen werden. 50 Schütze. Was? Oh. Ja, soll das tun, ist mir egal. Ja, ist mir nicht egal. Tot? Ja, tot. Hi. Warum ich nicht die Luft angehalten habe? Weil wegen der Milch. Warum sind die tot? Ach, der Typ ist tot. Okay. Warum habe ich durch ihn durch... Ist er tot? Na, egal. Da soll mir noch mal einer sagen, ich soll kein Scharfschütze werden. Nein, man muss ja nicht immer einen Headshot kriegen, ne? Abgöttenfahrzeug. Panzerabwehrwaffe. 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 Panzerabwehr. Ich glaube oben. Oh, hi. Was macht ihr denn hier drin? Hat jemand gesagt, ihr sollt hier reinkommen? Wie sind die überhaupt reingekommen? Durch die Fenster. Ergibt Sinn, aber. Genau deswegen denke ich, dass das nicht so gewesen ist. Oh. Epic Fail, es war im selben Raum und ich bin einmal durchs gesamte Haus gerannt. Noch irgendwo jemand? Nein. Ist doch schön. Mein Nagant liegt hier. Das ist schön.
Digga. Hört auf, mich anzuschießen. Ich mag das nicht. Yay, noch eine. Geil! Gar keine mehr übrig. So, Rest erledigen. Ja, sie hauen ab. Sie fliehen. Yay, geschafft mit Lag. Yay. 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 Danke. Ich liebe dich auch. Moment mal, du hast das nicht gesagt. Du bist nur Kopf. Du machst du. Nee, du bist. Du bist nur Sarge. Egal. Sie haben die russische Kampagne abgeschlossen. Hä? Ist am Ende nicht auf Reichstag? Oder jetzt ist das nur ein World at War? Ey, egal. Nächste Mission. In El Alamein. Also in der Wüste. Ha! Wüste! Wir gehen zum Start hin. 1901. Bla. 29. Oktober 1942, 19 Uhr, El Alamein, Ägypten. Teils bedeckt, 12 Grad. Unsere Truppe hat die Aufgabe bekommen, einen Überraschungsangriff auf ein abgelegenes feindliches Versorgungslager anzuführen. Montys Plan ist es, mehrere Angriffe zu starten, um die Aufmerksamkeit der Deutschen von seinen Truppen weg nach Norden zu lenken. Ohne ausreichende Treibstoff- oder Munitionsreserven würde es der deutsche General mit seinem Afrika-Korps mitten in der Wüste nicht lange aushalten. Sergeant John Davis, das ist doch mal ein geiler Name, in der 7. Panzerdivision. Ah, Panzer. Die Ablenkung. Hier ist King 6. Feindliche Panzer verlassen das Depot. Setzen zum Angriff an. Ende. Das ist das, Männer. Unsere Köder sollten diese Panzer ablenken. Werden wir deren Versorgungen vernichten. Los! Dann tun wir das. Kurzer Cut. Weiter. Was? Das leckt immer noch. Nein. Das ist unschön. Das ist wirklich unschön. Sag nicht, tu mich wieder hinter der Kiste. Das wäre doof. Was? Promis? Hat er gerade Promis gesagt? Ich bin kein Promi. Oder doch, bin ich. Klar. Ja, Promi ist Preis. Also nicht der Preis, sondern Sergeant Price. Denn hier ist er noch nicht Captain, weil es in einer anderen Zeit spielt. Ja. Spiel gespeichert, hier geht's nicht weiter. Also wo geht's weiter? Natürlich hier. Können wir mich hier reinkriechen? Nein, können wir natürlich nicht. Wäre zu schön gewesen. Wäre zu realistisch, ne? Können aber da hinten. Ne? Junge, attack mich nicht. Ja, ich bin ein Brit, hast du gut erkannt. Habt ihr es dann hinter euch? Nein. Jetzt aber. Das ist vermint. Munition ist schön. Geh ja nicht runter, sonst muss ich wieder den ganzen Weg laufen, oder? Nee. Ist gar nicht. Egal. Natürlich. Au! Du, was? Hat mich... Boah, tolle Kameraden, erschießen mich einfach. Was sind das denn für Arschlöcher? Erschießen mich einfach, ey. Können die ja nicht machen. Der steht ja auch einfach nur rum, ne? Hast gewartet, dass ich komme, damit du mich wieder schlagen kann? Ich werde nicht gerne schlagen. Warum treffe ich ihn nicht? Ich habe dich getroffen. Bist du tot, weil ich dich getroffen habe? Ah. Okay. Die Briten scheinen ihren Soldaten nicht von den Dicken zu gehen. Natürlich. Auf unserer linken Flanke.
Die Thompson hat einen Rückstoß. Jede Waffe hat einen Rückstoß. Aber die Thompson hat einen großen Rückstoß. So groß eigentlich nicht. Alles, egal. Die hat einen Rückstoß. Warum hört keine Schreie? Junge. Ewe. Ach, die sind in Deckung gegangen. Die Schweine. Ich kann nicht richtig Zielteil, den Strich da sehen. Ist zu dunkel. Kann ich nicht sehen. Nicht gut. Warum kann ich nicht nachmachen? Was soll das denn jetzt? Das ist doch keine... Das ist doch keine Emmans Garant. Warum kann ich nicht nachladen? Das ist doch keine Emmans Garant. Hallo.